krasser Geschmack. Alter, das ist wirklich ganz einzigartig. So, would you say this what you eat here is really authentic? Oh mein Gott. Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute beide mal wieder hier auf dem Weg zur Markthalle Pfefferberg. Hier waren wir auch tatsächlich schon mal und auch für den gleichen Anlass, nämlich für Gully Burger. Hier gab es einen indisch inspirierten Fried Chicken Burger, den haben wir gegessen und der war richtig geil. Wir hatten eine kurze Umbaupause und heute geht es da wieder hin, denn wir werden mal schauen, was hinter den Kulissen eigentlich da so abgeht und was diesen Burger ganz besonders macht. Ja, das ist, weil ich so viel Hunger habe, weißt du? Ja, da kann ich mit meiner Zunge nicht mehr umgehen. Am Ende gibt es natürlich auch Essen für uns. Deswegen ist vielleicht auf jeden Fall auch für euch spannend, mal so zu schauen, was ist eigentlich das Besondere an diesen Speisen, an diesen Gerichten. Deswegen, let's go! Riechst du es schon? Schon richtig Hunger. Ja, aber riechst du auch so? Also man riecht auf jeden Fall die gesamten Gewürze und auch so ein bisschen Schärfe in der Luft, habe ich das Gefühl. Ja. Hi, erstmal. Hi, freut mich. Also hier sind die heiligen Hallen. Boah, hier sieht man schon. Das ist Butter Chicken. Ja. Boah. Ja, hi erstmal. Hi. Hi. Du bist Akka? Yes. Genau. Erstmal vielen Dank auch, dass die Möglichkeit besteht. Ich bin richtig gespannt und habe schon gesagt, wir machen heute einmal so die gesamte Begleitung von dem Kerala Fried Chicken, also wie der zubereitet wird, was das Besondere auch ist. Und dann vielleicht auch von dem Butter Chicken oder von einem veganen Aubergine Curry. My German is not that good that I can speak okay. In the video. If you want, you can also speak English. That's yeah. Also fine. Sure. For Kerala Fried Chicken, the main thing is most of the processes. We marinate our Kerala fried chicken in buttermilk and in yogurt together for 24 hours. Yeah. And with so many spices and mint and other green herbs, our chicken is always going to be a little bit pink. Yeah. Yeah, it doesn't get like a lot of time people are like, you know, a bit concerned that it's not white, it's a bit pink, but no, it's always going to be pink. You can cook it for like 10 minutes, but still it's very juicy and very tender. Yeah. So the meat is kind of maybe cured. Yeah. So that's one thing in Kerala fried chicken, like marinations is done. Then they can come to this station. Here we have, if you see it, it also have like spices blend into it already. Mm-hmm. So then you have the flavors inside the chicken and then you have also on the coating. Here we have a chicken marinated. Ah, yeah, nice. So, this is Chicken Thigh? Yes. Yes. Perfect. Sure. Also auch für euch, das ist jetzt Hähnchen-Oberkeule, also praktisch kein Filet. Oberkeule ist immer besser für einen Burger, weil es einfach viel, viel saftiger wird durch einfach die gesamten, durch den Fettanteil auch. Und deswegen wird es auch viel saftiger und ist besser als das Chicken, was in der Regel dann viel trockener auch schneller wird. Here we have the breads that we make customly for us. Mm-hmm. Nobody else is using it. We got our own recipe, get it to the bakers and they only make this bread for us. Nice. Is it like a special Indian style bun? Yes. Is it like this vada pav? Pav. So for vada pav, pav is basically this bread. Ah, okay, got it, got it. This is for slow cooking, so the chicken is cooked nicely. Okay. And then in the end, to get that nice crispiness, we put it into another fryer, which you see is already nicely golden. Also es wird einmal in Niedrigtemperatur vorgebacken praktisch und dann nochmal richtig schön heiß, damit auch einfach eine schöne Crispiness dazu kommt. Und vielleicht auch mal ein ganz kurzes Zeitinfo für alle, dass ich hier so halb hinter der Küche stehe. Ich habe tatsächlich mal vor einiger Zeit diese rote Karte gemacht, nennt es sich. Für alle, die aus der Gastro kommen, wissen Bescheid. Das ist praktisch eine Belehrung für den Umgang mit Lebensmitteln oder so. Das heißt, ich darf sogar in der Küche stehen. Ja? Also da kann mir keiner was. How long is it here in this fryer? So in this fryer it's going to be around 7 minutes. Okay. Mm-hmm. Yeah. So that it's not raw anymore. Yes. Yeah. Okay. And also if you see there's always we have this. So every chicken piece is the temperature is checked to make sure it's cooked or not. Do you import all your spices from India? Not all the we don't import them directly, but we buy them from Indian supplier here, okay, everything. Yeah, nice. Okay, good. Yeah. And that's another thing, like you know, it's premium because if you can buy other thing like some herbs which you can also buy produced in Europe but they don't have the same flavor. Yeah, okay, got it. Das ist spannend, also dass wirklich auch selbst die gleichen Gewürze hier in Deutschland oder Europa anders schmecken als in Indien, was jetzt auch so Sinn ergibt. Also krass, dass es dann auch so gemacht wird und das ist ja auch das Spannende so ein bisschen daran. Another spice mix.
Are you from India originally? Yes, I'm from India. So would you say this what you eat here is really authentic? If you talk about burger, so it's hard to say because burger is not an Indian dish. It has Indian flavors, but you cannot call it very authentic Indian food because an Indian cuisine burger is not there. Okay, so it's like, it's that's why it's like Indian inspired burger. Yes. But if you talk about our curries, then I would say it's very authentic. It's more about serving authentic food than like a lot of people are like a bit spicy or something, but you know, our focus is on how it's supposed to be. Okay, spannend. Also auf jeden Fall muss ich auch das Curry hier testen, weil das habe ich online schon häufig gesehen und tatsächlich noch nicht gegessen. Das sieht wirklich ultra gut aus. Curry mayo, which also is homemade. Then we have this masala ketchup, which is not a normal ketchup pickle that we make ourselves again. You can already see that the pickles are homemade. That's really to eat. Wow, that's amazing. Oh, nice, nice. Ha, es gibt was zu essen. Yeah, so thank you so much. Really interesting and also like it looks amazing. So I've had it before and I know that it's amazing, but now I'm looking really forward to it. So is it possible to have the vada pav, like a vegan one as well? Yeah. Nice, thank you so much. Der Fried Chicken ist schon mal fertig. Oh, hier ist dunkel. Damit auch Felix natürlich was bekommt. Ja, der alte kleine Vegetarier hier. Gibt's gleich noch einen anderen. Okay, das Licht ist hier so semi. Wir gehen jetzt doch mal hier hin. Das Gute bei Fried Chicken ist, es kann ruhig mal ein paar Minuten dauern, auch mit dem Film und mit dem Platzwechsel jetzt. Weil Fried Chicken bleibt wirklich für, ich glaube, 5 bis 10 Minuten richtig, richtig warm. Am Anfang ist es eh zu heiß. Ja, verbrennt man sich noch alles. So, Felix Veganer Burger wird jetzt noch zubereitet. In der Zwischenzeit, genau, esse ich den jetzt einmal schon mal. Und danach gibt es auf jeden Fall noch einen Curry, weil dieses Butter, ich mache mal ein Bild rein. Ich mache ein Bild rein von diesem Butter oder ein Video, was ich vielleicht danach auffilme. Von diesem Butter Chicken oder grundsätzlich von den Currys hier. Ciao. Aber erstmal den Burger und Allah. Ich liebe Fried Chicken einfach. Boah. Und dann auch noch indisch inspiriert mit verschiedenen Gewürzen. Also ich hatte den ja schon mal, ne? Wir müssen uns nichts vormachen, aber der ist geil und ich freue mich. So, jetzt rein damit. Scharf, ein bisschen. Saftiges Fleisch. Boah, das ist dann schon bekommen. Ah, Alter, geil. Aber dazu gleich. Schön frisch mit dem Coleslaw. Und auch wenn das Bun relativ, ich nenne es mal, brotig aussehen sollte, das ist ja, wie er gesagt hat, hier auch eine eigene, speziell zubereitete Mischung, beziehungsweise, sagt man, Rezeptur, ist das halt wirklich, dass du drückst drauf und es bleibt so und das ist schon halt genauso, wie so ein Brioche dann am Ende auch sein muss. Ich würde so auf einer Schärfeskala schon so eine 6 von 10 sagen. Und so, es ist schon gut scharf, aber trotzdem noch genau richtig und so muss es sein, dass du halt auch nach dem zweiten, dritten Bissen, es nicht schärfer wird, dass du nichts mehr schmeckst. Das ist hier nicht der Fall. Und wenn man das so alles hört, es ist eingelegt mit Gewürzen, oben auf die Panade zum Schluss kommen nochmal Gewürze rauf. Es ist eine Curryblatt-Mayo und Masala-Ketchup, so, es ist sehr gewürzlastig. Da denkt man vielleicht so, boah, das ist vielleicht zu viel, aber es ist nicht zu viel. Es ist genau richtig, so einzigartig, dass man das einfach gegessen haben muss, 100%. Ja, oh, gut, dass du es sagst. Die lege ich erstmal beiseite. Ist gar nicht was da, was drin ist. Aber sehr geil, also. Gut scharf und aber dazu die Soße ist recht süß. Ich würde sagen, es war Kartoffelbrei, also so in die Richtung würde ich sagen, also Kartoffelstampf mit weiß ich was angewürzt und dann frittiert. Paniert, frittiert. Ja, die Soße, keine Ahnung, irgendwas Richtung Barbecue-Soße, würde ich sagen. Relativ süß, aber passt perfekt zu dem ganz scharf, also ist relativ scharf. Ja. Das riecht so nach Koriander. Ja, alles irgendwie. Ja, es riecht nach Koriander auf jeden Fall. Also, ah ja, man sieht auch. Ja, das Koriander drin. Boah, geil. Krass, ein Korianderpunch und so eine, so eine grüne Chili-Schärfe oder so. Ist das, was so dazu kommt? Das ist geil.
5 Euro, wenn du die isst. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch jetzt noch ultra Bock auf so einen Curry. Ja, so ein Burger sättigt ja nicht. Er kann ja nicht auf einem Bein stehen, ist ja ganz klar. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal einen Curry. Hast du auch Bock auf einen Curry noch? Dann bestelle ich jetzt mal noch einen Butter Chicken. Und einmal, ich glaube, das war mit Aubergine, auch in vegan. Da bin ich jetzt gespannt. 12 Sekunden später. Das ist geil, sag ich mal. Ne? Wirklich, das sieht so gut aus. Und ich finde, man sieht, dass einfach hier richtig viel Aroma drin ist. Wichtig. Kordeln einfahren, ganz wichtig, weil ich sehe schon, die landen im Butter Chicken. Und damit starte ich direkt mal. Also, wir haben einmal das Butter Chicken. Dazu, ich weiß den Namen leider gerade nicht, aber das ist praktisch Kichererbsen, die dazu sind. Eingelegte unreife Mangos. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie gegessen bisher vorher. Reiter, also das ist Joghurt mit Gurke und das ist in dem Fall sogar komplett vegan. Und ich sehe auch, da sind auch ein paar Gewürze mit drin. Und dazu ganz klassisch Reis. Und wenn man hier vor Ort ist, kann man sogar Reis for free einfach sich auch nochmal nachholen und nochmal nachholen und nochmal nachholen. Also, das ist schon mal richtig gut. So für alle Reisliebhaber an der Stelle. Und ich probiere jetzt direkt erstmal ein Stück Butter Chicken. Diese sämige Soße. Oh, ich liebe das, ne? Ich liebe das so sehr. Oh, okay. Oh mein Gott. Alter, war das zart gerade. Boah, ich hoffe, ich kann euch das irgendwie mal zeigen. Aha. Man hat es wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. War geil. Aber das ist so unfassbar zart. Es hat noch eine komplette Saftigkeit. Das ist eher pikant. Ich würde es gar nicht als scharf. Also es ist gar nicht scharf so in dem Fall. Richtig schön cremig. Richtig schön fettig. Also so gar nicht im negativen Sinne, sondern man merkt einfach all diesen Geschmack, der wirklich ja durch diesen Fettanteil da drin das Ganze so krass unterstützt. So, einmal hier die Kichererbsen. Geil. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen rauszuschmecken, was da drin ist. Also es müssten, boah, sind das Kümmelsamen oder Koriandersamen? Nee, Koriander ist glaube ich rund. und der ist auf jeden Fall schön leicht. Natürlich Kichererbsen, so wie man es kennt. Hat auch diesmal eine leichte Schärfe hier drin. Zwiebeln sind hier auf jeden Fall mit drin, die schön lange mitgekocht wurden. Und ich glaube, das ist Kümmel. Ja. Dann haben wir hier einmal eingelegte Mango, aber unreife Mango. Und durch diesen Einlegeprozess und eben durch diese Fermentation ist es trotzdem, auch wenn es unreif ist, genießbar. Mal gucken. Krasser Geschmack. Alter, das ist wirklich ganz einzigartig. Das ist sauer, salzig, scharf, fruchtig. Süß ist es gar nicht. Das ist wirklich geil. Hast du das schon mal gegessen? Ne, ich habe es noch nie gegessen. Ja, da war noch ein Stück Kern war da noch dran. Ja, geil. Oh, man sieht, dass es eine Mango ist. Wenn man es weiß. Und dazu veganes Reiter. Das probiere ich auch erstmal so. Auch geil. Also schön frisch. Und halt genau dieser Ausgleich zu diesem scharfen. Ich glaube, ich würde es nicht speziell wissen, dass es vegan ist, oder? Schmeckt man das so krass raus? Ja. Null, ne? Super weich, aber ist bei Aubergine, glaube ich, auch nicht schwer, wenn man die lange kocht. Ja. aber geil. Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Auch die Zwiebeln, oder? Ich denke mal, das sind so fein geschnittene Zwiebeln. Ist doch bei dem mit Chicken ist es auch drin, oder? Da ist auch Zwiebeln mit drin, ja. Aber das ist bei dir nochmal anders von der Machart. Ja, auf jeden Fall mehr Zwiebel, Gröber, ne? Ja. Und was Rotes, Tomate. Ja. Ja, sehr geil. Und ich finde, man sieht einfach hier einfach so krass, dass Geschmack ohne Ende ist. Ist auf jeden Fall anders von der Soße. Ich kann die Gewürze gar nicht beschreiben, wie sie schmeckt. Geil. Ich finde, das ist halt genau so ein bisschen der Punkt. Ich weiß nicht, was da alles für Gewürze drin sind. Man kann so vielleicht ein, zwei erahnen, sowohl optisch als auch geschmacklich. Ja. Aber das ist halt so eine Vielfalt an Gewürzen, dass es so schwer ist, das herauszufinden. Aber am Ende, es geht ja natürlich darum, ob es schmeckt. Und das tut es definitiv. Ja. Es ist wie so ein Gemüseeintopf. Ja. Nur halt auf indische Art, so vom Stil. Das ist einfach Soul Food, so für mich. Also es ist genau das, wenn draußen das Wetter schlecht ist, wenn es kalt wird, wo du so schön was Warmes, was von innen auch zweimal wärmt. Es braucht wirklich nicht mehr. So, das ist wirklich richtig, richtig stark. Und ich esse gerne scharf, aber nicht ultra scharf. Und ich finde, dafür ist es wirklich auch genau ausgewogen. Also das ist wirklich, ich sag mal, für den europäischen Schärfegaumen, ne? Ich will ins Bett. Also, klingt nach dem Plan. Ja, wirklich. Also wir sind auf jeden Fall komplett satt und glücklich und auch müde im halben Foodkoma. Also
Auf jeden Fall wirklich eine grandiose 10 von 10. Das war so von den Gewürzen, von den Aromen einfach so einzigartig. Sowohl die Burger fand ich, als auch jetzt wirklich das Butter Chicken und auch das mit den Auberginen. Ich weiß den Namen tatsächlich gar nicht. Aber beides stark, wirklich richtig stark. Deswegen, ja, hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall langsam entspannt nach Hause schlendern, Verdauungsspaziergang machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also von daher, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, esst mehr Indisch und tschüss.